Die Woche endet, wie sie begonnen hat. Nass und grau. Dicke Wolken heute Morgen hier über dem Hunsrück. Normalerweise ist das bei Kastlaun ja eine beschauliche Ecke. Aber am Wochenende steppt hier der Bär bei einem der größten Techno-Festivals weltweit. Nature One ist am Start. Da steppt hier der Bär. Und Besucher und Veranstalter haben natürlich bis heute gehofft, dass das Wetter besser wird. Aber es wird bis Sonntag eher noch Regen, Wind und vielleicht sogar Gewitter geben. Aber man ist Kummer gewöhnt hier im Hunsrück und entsprechend vorbereitet. Das sind Bilder vom letzten Jahr. Nature One startet traditionell immer am ersten Wochenende im August. Erwartet werden 60.000 Besucher. 2.000 Leute sind heute Morgen damit beschäftigt, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Um zu verhindern, dass sich größere Schlammflächen bilden, werden einige Stellen mit Plastikplatten abgedeckt, andere mit Kies überdeckt. Der Veranstalter ist zuversichtlich, die Wetteraussichten können ihn nicht schrecken. Wir haben einen privaten Meteorologen, einen Dienstbeauftragten, der uns mindestens zweimal täglich mit aktuellen Updates und Vorhersagen versorgt. Mhm. Sollte irgendwas aufziehen, auch ganz kurzfristig und quasi live, dass er uns immer entsprechend informieren kann. Aber das muss natürlich sein, dass wir genau immer wissen, was wettermäßig passiert. Mhm. Wir erleben es gerade in Wacken, dass das Wetter so ein Festival in das Chaos stürzt. Wie ist das hier? Also auch wir haben natürlich mit dem vielen Regen die letzten Tage dann doch ein bisschen zu kämpfen gehabt, vor allem wenn mal viele tausend Autos über die Wege gefahren sind, haben sich dann gerade jetzt in der Nacht, in den frühen Morgenstunden doch auch einige Fahrzeuge festgefahren, die wir dann wieder freiziehen mussten. Also ganz ohne sind wir auch nicht davon gekommen, aber insgesamt mit einem feuchten Auge, würde ich sagen. Das Festivalgelände ist aber auch ganz anders als in Wacken zum Beispiel. Ja, genau. Wir haben ganz viele asphaltierte, befestigte Flächen. Wir haben in den Bunkern ja sowieso überdacht, ganz viele Großzelte, die natürlich überdacht sind, sodass wir hier auf dem Festivalgelände einen sehr reibungslosen Produktionsablauf hatten, einen sehr reibungslosen Aufbau und die Leute hier oben auch trockenen Fußes feiern können. Die Menschen sind ja das eine, die Technik ist das andere. Ist die auch geschützt? Die ist natürlich auch geschützt. Also wenn man das für so eine Open Air plant, dann ist natürlich klar, dass es auch regnen kann. Insofern ist das immer alles entsprechend witterungs- und wasserfest geplant. Noch ein Tipp vom Veranstalter für die Besucher am Wochenende? Auf jeden Fall dicke Jacke, Pulli anziehen, warm. Es wird kühl in der Nacht mit irgendwie 10 Grad und gutes Schuhwerk. Also die Wir machen es vor. Die neuesten weißen Sneaker sollte man vielleicht an diesem Wochenende nicht zum Einsatz bringen. Okay. Vielen Dank, Oliver Vordenfenne. Ich wünsche ein turbulentes Konzert am Wochenende und turbulent wird auch das Wetter. Hier sind die Aussichten. Nach einer frischen Nacht erwartet uns morgen in Westerwald und Taunus ein Sonne-Wolken-Mix. Gegen Abend kommt neuer Regen auf bei Höchstwerten zwischen 19 und 22 Grad. Auch in Rheinhessen und der Pfalz geht's mit Sonne und Wolken in den Tag. Am Nachmittag werden die Wolken dichter. Abends sind auch Schauer unterwegs bei maximal 20 bis 23 Grad. Ähnlich in Eifel und Hunsrück. Der Vormittag ist meist trocken, am Nachmittag ziehen Wolken rein und es wird wieder nass. In der Eifel kann es ziemlich windig werden. Am Sonntag schüttet es immer wieder mal, die Sonne zeigt sich kaum. Tiefstwerte 10 Grad, Höchstwerte 18 Grad. Es wird noch ein bisschen frischer und dazu bläst zum Teil ein ordentlicher Wind. Am Montag ziehen die Regenschauer endlich ab. Dahinter bleibt es dann trocken und bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 Grad. 50.000 Camper werden erwartet hier auf der Nature One. Und ein paar waren so schlau, haben sich Gummistiefel angezogen. Aber andere, die laufen ja auch in Turnschuhen rum. Und das trocknet übers Wochenende bestimmt nicht mehr ab hier. Aber es ist ja nicht das einzige Festival. Die Lot läuft noch hier ganz in der Nähe in Ravensbeuren. Ein kleineres Festival. Wir wünschen auf jeden Fall ein turbulentes Wochenende.